Hallo und willkommen zurück zu Infra. So, wir müssen... oh Gott, wo sind wir denn? Wir müssen zum Kran, ne? Ja, dafür müssen wir aber... Ich habe davon schon ein Bild gemacht. Dafür müssen wir erstmal wieder hoch. Ja. Falsche Richtung. So, da sind wir. Vielleicht nicht unbedingt hier runterstürzen, das wäre gut. So, wo haben wir denn das Ding? Was war das? Können wir das ein bisschen höher machen? Das wäre noch viel besser. Ja, doch. Wie er durchdreht. Nee, nicht zu hoch. Ich glaube, das funktioniert nicht. Warte. So. Ja, müssten wir mal gucken, ob das geht. Das muss ich mir anschauen. Das ist von hier aus ganz doof zu erkennen. Das wird jetzt natürlich ein bisschen hin und her Rennerei. Jetzt müssen wir wieder da hoch, ne? Oh. Egal. Wird schon. Ach, jetzt komme ich da nicht. Jetzt müssen wir wieder... Nee, warte mal, wie geht denn das hier? Wie komme ich denn hier runter? Ah, Marc. Okay, hat funktioniert. Gott sei Dank. Ja, ich glaube, das hilft mir recht wenig. Goodie, müssen wir uns anschauen. Ich glaube, es sitzt noch nicht richtig, aber... Also richtig zum... also, ja. Richtig bekommt man das, glaube ich, gar nicht. Mal gucken, ob ich darüber komme. Das würde ja schon ausreichen. Ah, ich bin ein bisschen hektisch gerade hier. So, nee. So, einmal darüber. Machen wir mal Licht an, sonst wird das Ganze so dunkel. Kann ich das von hier aus schon sehen? Oh, ich mag da gar nicht runtergucken, ey. Na, die Seite sieht super aus. Aber ob ich bei der anderen rüberkomme, muss ich gleich mal schauen. Naja, wir haben ja Zeit, ne? Oh. Ich glaube, das geht nicht. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wir speichern mal eben. Welchen Speicherpunkt nehme ich denn? Ich weiß es nicht. Ich nehme mal diesen hier. Oh. Nein! Das Ding muss ein Stückchen runter. Das kannst du vergessen so. Also ich glaube, das geht so nicht. Müssen wir mal schauen, wie wir das besser hinkriegen. Ja, man sollte auf sein Bauchgefühl hören, ne? Da so runterhüpfen kann ich... Oh, Marc, Vorsicht. Kann ich auch nicht, ne? Ich glaube, das schafft er nicht. Also würde ich ihm auch nicht empfehlen. Danke. Gut. Dann das Ganze nochmal. Irgendwann kriegen wir das hin. Ist auch ein bisschen blöd zu erkennen, so aus der Ferne.
Das hier sitzt alles noch. Das habe ich gesagt, weiter runter, ne? Ich versuch's mal so. Und noch mal rum. Ah. Gott. Es könnte auch ein Stückchen zu weit weg sein. Bin mir nicht sicher. Das hier an der Ecke sieht ganz gut aus, finde ich. Das sollte er eigentlich schaffen. Na, das schafft er nicht. Doch, schafft er, sehr gut. Okay, cool. Juhu! Oh! Gut, was war das? Okay, können wir noch ein Foto machen? Da gibt's noch ein Foto. Und das war's dann auch erstmal, glaube. Und dann werden wir jetzt hier reingehen. Kriegen wir auch direkt ein Bild. I've found the generators, but it doesn't look promising. Try turning them on regardless. I do my best. These generators are toast. I can't get these to work. There's a second set of generators near the containment building. You should be able to access them from door C5. You heard what he said. I'm on my way. Ei, machen wir. Ach so, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Okay. Ist gut. Dann gehen wir hier hoch. Da unten ist noch eine Tür. Da können wir sogar rein. Nein, ich wollte die Batterie wechseln. I still have 9 packs of batteries left. Schlüssel ist hier nicht, ich glaube aber viele. That makes 10 packs of camera batteries. Viele Schlüssel und so findet man jetzt auch nicht mehr. Also versteckte. Denn wir gehen auf jeden Fall Richtung Finale. Und ich bin gespannt, denn da kenne ich auch nicht alle. Also das Spiel hat verschiedene Endings. Aber da komme ich dann später zu. So, wo sind wir denn jetzt hier? Und mal eben. Das ist auch zu. Hier ist eine Tür offen. Die ist zu. Und das ist unter Wasser. Wo ist denn hier C5? C5. Ah. Das ist auch unter Wasser. Warte mal. Looks ready to collapse. Wie alles, lieber Mark, wie alles. Ach! Hier sind wir. Okay. Gut, dann ist die auch offen. Dann geht es hier in C5 weiter, anscheinend.
Ups. Kommen wir aus dem Ladebildschirm und dann kann ich gleich ein Bild machen. Sehr schön. Sieht ein bisschen nass hier aus. Okay. Die ist zu. Flaschen. Ganz viele Flaschen. Ich glaube, von Flaschen hat der gute Markt mittlerweile die Schnauze voll. Nachvollziehbar. Okay, hier geht's nicht weiter. Ah, hier geht's durch. Sehr schön. Autsch. Hallo? Ah. I found the generators. I'll try to get them running. Bild machen, ne? Goodie. Dann wollen wir mal. Ich guck mir noch mal eben die Tür hier an. Dann gibt es hier einen Text. Den brauche ich gar nicht fotografieren. Das ist, glaube ich, auch nur die Anleitung. Synkop-Anweisung. Ein Synkop. Misst die Phasendifferenz zwischen einem Generator und dem Stromnetz. Die Nadeldrehzahl gibt die Drehzahl des Generators im Vergleich zum Stromnetz an. Wenn die Nadel stillsteht, läuft der Generator mit der richtigen Drehzahl und kann mit dem Stromnetz synchronisiert werden. Wenn sich die Nadel im Uhrzeigersinn dreht, ist die Drehzahl des Generators zu hoch und muss angepasst werden. Umgekehrt, wenn sich die Nadel gegen den Uhrzeigersinn dreht, ist die Drehzahl des Generators zu niedrig. Erhöhen, senken, grün und blau und sowas alles. Erstens, LEDs zeigen an, ob die Phasendifferenz angemessen ist. Zweitens, halten Sie die Taste gedrückt, um die Drehzahl des Generators zu ändern. Drittens, wenn die Nadel beim Synchronisieren angehalten ist, drücken Sie den Schalter. Genau, und das ist das, was wir jetzt hier tun werden. Nee, warte mal. Ich habe immer erstmal das Gefühl, dass es gar nicht funktioniert. Aber, ja, wird er langsamer? Nicht wirklich, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Rolle spielt. Hallo! Du bist zu schnell! Ob es eine Rolle spielt, bei welchem wir anfangen, ehrlich gesagt. Weil bei ihm hier passiert gerade gar nichts. Warte mal, sonst fangen wir mal bei ihm an. Aber es dauert auch ein bisschen. Man braucht ein bisschen Geduld. Ah. Jetzt wird er langsamer. Gut. Den ersten hätten wir. Den hätten wir auch.
In mir stecke ich irgendwie nicht durch. Senken, erhöhen. Er ist so mega schnell. Ne, ich glaube, jetzt wird es. Ja, du schaffst das. Du schaffst das. So. The generators are online. You'll need to make your way to the reactor hall next. You'll need to go through two sets of blast doors and you should find an elevator. Yep. Das machen wir doch glatt. So, aber mal eben hier umschauen. Hier, was haben wir da hinten noch? Komme ich hier noch ein Foto? Nö. Ist vollkommen umsonst. Die kriegen wir auf. Und die da kriegen wir anscheinend auch auf. Zweiter Hilfsreaktor. Ah, okay. Goodie. Dann müssen wir durch diese. So, da sind wir. Und hier werde ich den Part jetzt beenden. Und im nächsten Part schauen wir dann, ja, wie es so für uns läuft. Ich danke fürs Zusehen. Tschüssi.